Jetzt, wo man denkt, also St. Moritz, ja, Premium, Spirituosen, Champagner, ja, wo man jetzt nicht in erster Linie an Jägermeister-Drinks denkt. Also bevor es ans Mixen geht, will ich noch ein paar Takte sagen. Und zwar geht es darum, ja, jetzt werden viele Kritiker sagen, Jägermeister, das ist ein Shot, das kannst du nicht trinken und ich habe eine schlechte Jägermeister-Erfahrung gemacht. Klar, haben wir alle, ja. Aber Jägermeister ist so viel mehr als das, ja. Es bringt eine Süße mit, es bringt Kräuter mit, es bringt so viel Körper mit, den wir super als Basis nehmen können, auch für fruchtige Drinks. Und wir fangen jetzt einfach mal an, einen Drink zu machen, abgewandelt quasi von einem Mai Tai, von einem klassischen Mai Tai, daher auch der Name Jägermeister. Es ist relativ einfach, ihr braucht dafür einen Shaker. Falls ihr keinen Shaker habt, könnt ihr entweder natürlich einfach so ins Glas, aber wenn wir den schön runterkühlen möchten, auch gerne in einem Shaker. Also bevor es ans Mixen geht, kühlen wir das Glas erstmal vor. Ja, das ist so Schritt 1, was wir als Barkeeper normalerweise immer machen. Das hat nämlich folgenden Grund. In der Zeit, wo wir jetzt die Zutaten alle in den Shaker tun, kühlt das Glas nämlich schon mal vor. Ja, das wollen wir nämlich eigentlich damit erreichen, dass wir das Glas schon auf so eine gewisse kalte Temperatur runtergekühlt haben. Wir machen weiter mit dem Shaker. Auch hier kühlen wir den Shaker vor. Der klassische Mai Tai, wovon der Jägermeister Tai ja abgeleitet ist, ist ein sehr rummiger Drink. Es ist ein sehr fruchtiger und ein sehr kräftiger Drink. Und dafür brauchen wir auch eine entsprechende Menge Jägermeister und wir fangen jetzt sofort an. Ich mache das Ganze in CL-Angaben, weil da fühle ich mich so vertrauter. Wir brauchen 6 CL, also 1 CL sind 10 Milliliter. Wenn es euch zu schnell geht, unterbrecht mich bitte. 6 CL Jägermeister, das sind 4 CL und dann noch so ein halbes. Ihr könnt auch in Shotgläsern rechnen. Ja, ich habe jetzt leider keine Shotgläser hier, man kennt mich. 6 CL Jägermeister, was schon, wenn man an so ein kleines Shotgläschen denkt, schon eine ganze Menge ist. Ja? Aber das brauchen wir, weil ich gesagt hatte, der Mai Tai ist ein sehr fruchtiger Drink auch, ja. Kommt die Frucht durch einen schönen weißen Wermut. In dem Fall ist es jetzt ein Martini Bianco. Kennt, glaube ich, jeder von euch. Jetzt haben wir natürlich sehr viele süße Zutaten und es endet auch damit noch nicht. Sondern wir ergänzen nochmal Mandelsirup. Sollte es eigentlich in jedem Supermarkt geben. Diese Zutat ist ähnlich, auch im Mai Tai. Hier geben wir 2 CL hinzu und jetzt wird man meinen, okay, boah, der ist mir viel zu süß. Das kompensieren wir jetzt aber mit Limettensaft und geben 3 CL hinzu. Ja. Eine Limette hat so ungefähr 3 bis 4 CL Saft, kommt auf die Größe an. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, zum Abmessen gerne so Shotgläser nehmen, die ihr habt. Das war's. Ja, diese 4 Zutaten sind's. Das Ganze shaken wir jetzt mit dem Eis durch. Ich hatte gesagt, wir kühlen den Shaker und das Glas vor. Ich hatte hier das Eis ja zugegeben. Jetzt der Shaker schon von außen. Das beschlägt schon so ein bisschen. Wir geben jetzt aber, bevor wir shaken, das Schmelzwasser raus und shaken das Ganze einmal durch. So. Das sollte reichen. Bevor wir das Ganze ins Glas geben, lassen wir jetzt erstmal das Schmelzwasser aus dem Glas raus. Ja, genauso wie beim Shaker. Denn das ist so Wasser oder Schmelzwasser, was unnötig ist. Ja. So, das Glas ist jetzt auch schön gechillt, wie wir sagen. Und wir seihen das Ganze jetzt schön in das Glas ab. Und es hat eine schöne, ja, ich würde sagen, braun-orange Farbe. So. Schränken das Ganze nochmal durch. Also da das Auge ja bekanntlich immer mittrinkt, dann nehmen wir das Ganze jetzt nochmal schön mit einer Limettenscheibe und einem schönen Rosmarinzweig, was wir so in die Mitte geben, damit es ein schön kräuteriges Aroma noch hat. Der Drink, der wird explodieren, ja. So, ja, das war's. Der Jägermeister, den habe ich tatsächlich auch schon in St. Moritz gemacht, wie gesagt. Wo man jetzt erstmal in erster Linie an Champagner denkt, an Premium-Spirituosen und so weiter und so fort. Da hatte ich diesen Drink tatsächlich auf der Karte und der lief wie warme Semmeln, wie ich immer sage. Ja? Also macht es nach, wie gesagt, Jägermeister, Martini Bianco, Limette und ein bisschen Mandelsirup, das war's. Ja? Viel Spaß beim Nachmachen, wir sehen uns, euer...